nur die Outfits mitsamt Rollkragenpulli erinnern an die 60er Jahre. Mit Schlagzeug und Beat im Kirchenraum ist der Christusträgerband CTA damals eine musikalische Revolution gelungen. Wir haben 1963 eine Band gegründet. Wir bekamen noch ein Schlagzeug geschenkt, spielten schon zwei, drei Gitarre, einer lernte noch Bass dazu. Und dann haben wir ein Schlagzeug gehabt und haben dann so eine Beatles-Besetzung, zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug gehabt. Und ja, und da haben wir so uns anfangs mehr mit Jazz beschäftigt, den ich aus dem Jazzkeller so kannte und mitgebracht hatte. Wir waren ja auch noch auf den Instrumenten ziemliche Anfänger. Aber daraus hat sich alles weitere entwickelt, dass wir dann festgestellt haben, wenn man Musik macht, dann kann man die Herzen der Menschen erreichen, kann man ihre Herzen auch etwas öffnen und auch ihren Verstand auch ansprechen. Der Bandraum im Kloster Triefenstein bietet heute noch ein Stück Musikgeschichte. Die Band der Brüder schlägt Anfang der 60er Jahre ein. Aus Begeisterung gründen Gemeinden eigene Kombos und orientieren sich am Know-how der christlichen Beatles. Hinter den Klostermauern gibt es beides zu hören, Popmusik und gregorianische A-cappella-Gesänge. Für mich ist das gar kein Problem, das ist Musik. Das eine ist Musik, die ihre Tradition aus dem 12. Jahrhundert hat, oder noch aus der Zeit hat man Aufzeichnung wenigstens. Und das andere ist Musik, die ist jetzt im 20. Jahrhundert entstanden und wird aus dem gleichen Glauben heraus gelebt und gesungen. Es scheint vielleicht für die, die von außen drauf schauen, scheint es vielleicht irgendwie fremd oder ein Widerspruch zu sein. Das ist aber eigentlich kein Widerspruch. Dreimal täglich versammeln sich die Brüder zum Gebet. Die Christusträger leben als evangelische Gemeinschaft nach den Regeln alter Mönchsorden. Sie verzichten auf die Ehe und auf persönlichen Besitz, um mehr Zeit für Gott zu haben und für Menschen, die Hilfe brauchen. Wir haben uns entschieden, Gott zur Verfügung zu sein. Unsere Kraft und ja, unsere Ideen, unsere Möglichkeiten, unsere Begabung, alles für die Sache Gottes zur Verfügung zu stellen. Und da bringt man dann alles ein und das war eine Erfahrung von ganz am Anfang, aus unserer Gründungszeit. Ich bin jetzt schon 53 Jahre dabei, dass das Freude macht, dass es erfüllt, dass es ein erfülltes Leben ist und dass ich auch meine Möglichkeiten, meine Gaben als beginnender Gitarrenspieler damals vor 40, 50 Jahren eben mit einbringen konnte. Nicht nur die Gitarre hilft ihm bei dem täglichen Beten und Arbeiten, das zum Leben eines Christusträgers gehört. Er fotografiert für die Bruderschaft, betreut Gästegruppen im Kloster und... Ich habe diese Woche Küchendienst, das heißt, dass ich morgens um 5:30 in der Küche stehe und für das erste und das zweite Frühstück, das erste Frühstück ist um 6:30 für die Brüder, da sind Frühstücken unter sich und dann um 7 frühstücken die Mitarbeiter, FSJler, also die freiwillig soziales Jahr machen oder Bundesfreiwilligendienst machen und für die mache ich jetzt den Kaffee und den Tee. Der Tag beginnt um 6 Uhr früh mit dem Aufstehen. Das Beten in der Gemeinschaft trägt die Brüder durch Höhen und Tiefen. Das frühe Aufstehen ist jedoch eine ganz schöne Umstellung für den veranlagten Nachtmenschen. Für mich aus meinem familiären Hintergrund gab es Gott irgendwie nicht. Ich war atheistischer Hintergrund, gab es Gott nicht. Und die haben jetzt mit Gott gelebt, von Gott geredet, Bibel gelesen, gebetet, Jesus erwähnt und so weiter. Und ich habe lange Diskussionen mit denen geführt, über ein halbes Jahr hingezogen, bis an einen Punkt, wo ich dann selber mal bereit war, ein Gebet zu formulieren. Lieber Gott, wenn es dich gibt, müsstest du dich mir bemerkbar machen. Und das hat funktioniert. Daraufhin, in der Woche darauf, habe ich also diese neue Dimension, die da im Kosmos auch da ist, die man da erleben kann, dass da ein Gott da ist, Interesse an mir hat und so weiter. Da ging plötzlich ein ganz neuer Horizont auf. Von 1963 bis 2000 gab es eine CTA-Band, einen der wohl wichtigsten Wegbereiter für Bandmusik in der Kirche. Danach folgten verschiedene Formationen mit anderen Christusträgern und Freunden bis 2015. Noch immer spürt man dem 73-Jährigen die Faszination für die Musik ab. Und ans Aufhören denkt das Vorbild mehrerer Generationen christlicher Musiker hoffentlich noch lange nicht.